Einen wunderschönen guten Morgen. Die Sonne scheint, wir auch, denn heute ist der große Tag. Heute ist die Party, endlich. Wir haben mega gutes Feedback bekommen, also richtig, irgendwie gefühlt die ganze Insel weiß Bescheid. Zumindest alle Mädels, dafür hat Pascal gesorgt. Wenn wir Flyer verteilen, wissen die bereits Bescheid. Wir waren gestern schon an der Strandbar und es war irgendwie wie in Hamburg vor dem kleinen Donner. Ey, und die haben die Flyer abfotografiert und die selber über ihr privaten Account geteilt. Hast du was zu sagen? Ja, es gibt aber was nicht zu sagen, aber was zu zeigen. Moin, Strand. Und hier Freak und Basti. Basti, was sagst du zu heute Abend? Hab schon ein bisschen Bock, ne? Was sagst du zu heute Abend? Ich hab mich noch ein bisschen Bock. Freak macht Bodyguard für Basti. Ja. Das ist eine gute Idee. Oder halt Support hinterm Pult. So, und ich laufe jetzt ins Wasser. Excuse me. We're not gonna sell you drugs, we're gonna sell you something better. We're doing a party tonight. Was machen wir jetzt? Wir fahren jetzt die Hälfte des Tequilas, ein bisschen weniger, zum Tribute-Hostel, damit die gut versorgt sind. Und müssen nochmal klären, dass wir ordentlich Free-Shots rausholen können. Jetzt kaufen wir eine Piñata für Leroy, mein Homie Leroy, meinen besten Freund. Und da ich kein Geld habe, bezahlt Pegan. Nice, danke, dass du meinem besten Freund eine Piñata kaufst. Scheiße, ich hab völlig Schwachsinn gekauft. Coton! Coton! Buzzy ist am Strand, denke ich mal, angeblich, hoffe ich mal. Und dickt noch mal ein bisschen Musik. Wie hart kann ein DJ-Leben sein? Wie kann man sich nur so hart gönnen? So, wie ist das Leben als DJ, hä? Das ist schlechter, Digi. Was ist das Wichtigste? Erster Song oder? Der erste Song ist, glaube ich, heute so ein bisschen egal. Okay. Mitte. Der Bogen wird wichtig. Der Bogen.